Grüß dich und willkommen zur TAP-Herausforderung in Blue City 6 am 25.01.2024 auf der Karriere. Schwierigkeitsstufe Schwämme, Luftablassen-Modus und das sind die Regeln. Du darfst nur einen Affen platzieren, hast 65.000 Affen-Dollar Shotgeld, ein Shotleben. Das Ganze spielt sich in Runde 98 ab und das Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's! Hier gibt es einige unterschiedliche Lösungen und ich zeige dir ein paar davon. Die einfachste ist wohl die mit dem Alchemisten. Platziere deinen Alchemisten in etwa so an diese Stelle hin. Er muss noch den Teil von diesem Weg hier abdecken. Dann machst du als Verbesserung 1, 0 und die Stufe 5. Auf der letzten Reihe, dann kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Wichtig ist auch, dass der Alchemist einen Teil von diesem oberen Weg hier abdeckt. So, unser Alchemist löst mit seinen Tränken hier nach und nach die ganzen Moab-Klassen auf. Zuerst kommen die ZOMGs dran. Und wenn er die komplett aufgelöst hat, sind die gepanzerten BFBs an der Reihe. Jedes Mal, wenn er einen auflöst, dann bleibt hier ein roter Bloon übrig. Die sind hier super langsam unterwegs. Das heißt, du musst ein bisschen warten, bis sie hier in etwa an dieser Stelle ankommen. Dann können sie auch von unserem Alchemisten hier aufgelöst werden. Der letzte BFB wird in etwa hier an dieser Stelle aufgelöst. Deswegen ist es auch wichtig, dass unser Alchemist diesen Weg hier noch abdecken kann. So, da sind ein paar Bloons noch unterwegs. Und auch die sind gleich futsch. Komm schon, gib Gas. Jawohl, das ist Sieg Nummer 1. Ich bekomme 90 Affendollar und einen Affenboost. Falls du deinen Stufe 5 Alchemisten noch nicht freigeschaltet hast, kannst du das Ganze auch mit einem Stufe 4 Superaffen schaffen. Den platzierst du einfach hier an diese Stelle hin, so weit nach unten und so weit nach rechts wie möglich. Mach als Verbesserung 0, 4 und 2. Entferne diesen Stein hier und dann kannst du dein Spiel auch schon schnell laufen lassen. Geh zum Superaffen und stell hier bei Zielvorgabe auf stärkster und auf erster Gegner. Okay, warte mit deiner Fähigkeit hier vom Superaffen, bis alle ZOMGs in Reichweite sind, also in etwa jetzt. Und dann setzt du sie ein. Dann werden hier die ganzen BFBs zum Platzen gebracht und dann bleiben nur noch ein paar übrig und ein paar ZOMGs. Die kann er mit einem Schlag nicht ausschalten. Und jetzt musst du einfach nur noch diese Fähigkeit hier einsetzen vom Superaffen. Zack. Und dann werden die ganzen restlichen Moab-Klassen zum Platzen gebracht. So, das ist Sieg Nummer 2. Du kannst das Ganze hier auch mit einem Reißnagelwerfer schaffen. Und zwar platzierst du deinen Reißnagelwerfer in etwa so an diese Stelle hier hin. Mach als Verbesserung 5, 2 und 0. Der muss in etwa noch diesen Weg hier abdecken. So, dann entfernst du noch diesen Stein hier. Und ab jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Geh zum Reißnagelwerfer und stell bei Zielvorgabe auf stärkster Gegner. Und jetzt nimmt unser Reißnagelwerfer mit seinem Feuerball zuerst die ZOMGs hier unter Feuer. Es werden hier ein paar Moab-Klassen vorbeischaffen. Die kommen in etwa bis hier an diese Stelle hin. Aber mach dir keine Sorgen, die werden hier relativ schnell zum Platzen gebracht. Und die ganzen Keramikbloons, die da hervorkommen, die sind ja sowieso sehr langsam unterwegs. Das heißt, unser Reißnagelwerfer hat genug Zeit, hier alle Bloons zum Platzen zu bringen. Da hat es einer tatsächlich vorbeigeschafft, aber der hat ja noch einen Feuerball. Mit dem kann er diesen Bloon auch zum Platzen bringen. So, das war Sieg Nummer 3. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.